Es war der längste Streik in der Geschichte der Lufthansa. Flughafen Frankfurt am vergangenen Freitag. 3.800 gestrichene Flüge und über 5.000 abgehobene Piloten am Boden. Über den Wolken ging nichts mehr. Aufgrund von Streikaktivitäten der Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit kommt es zu massiven Flugausfällen bei Lufthansa. Haben Sie Verständnis für den Streik? Bei dem, was die Piloten verdienen, bestimmt nicht. Ich glaube, da gibt es Leute, die haben mehr Grund zum Streiken als Piloten, die schon ein deutlich gutes Gehalt haben in Deutschland. Ich habe überhaupt kein Verständnis dafür. Ich fliege viel Lufthansa, aber heute mal nicht. Und ich werde es auch in Zukunft vermeiden. Selbst beim Bodenpersonal hielt sich die Solidarität mit den Überfliegern in Grenzen. Haben Sie denn Verständnis für die Forderung? Ja, auf jeden Fall. Echt? Ich nicht. Doch? Nein. Warum? Das ist ein harter Beruf. Also hör mal, die tragen so viel Verantwortung und die haben Verständnis dafür. Ich finde, die verdienen genug Geld und ich finde, ich habe kein Verständnis dafür. Also ich habe Verständnis, volles. Nee. Weil es ist gegenüber den Passagieren einfach unfair. Die können einfach nicht das ganze Land lahmlegen. Dazu haben die meiner Meinung nach kein Recht. Nee, bei aller Liebe. Echt. Es geht wie bei den meisten Streiks um die Arbeitszeit und um mehr Geld. Von genau da an wird es absurd. Denn im Durchschnitt verdient ein Lufthansa-Pilot nach 20 Dienstjahren bereits satte 180.000 Euro im Jahr. Gefordert wird jetzt eine Gehaltserhöhung von 10%. Wer 30 Jahre am Steuerknüppel durchhält, kann sogar bis zu 250.000 Euro im Jahr einstreichen. Mit 55 kann dann, wer möchte, in den Vorruhestand treten. Bis zum Rentenbeginn gibt es dafür 60% des Gehalts. Das heißt, maximal 120.000 Euro Übergangsgeld pro Jahr. Nebenbei arbeiten in dieser Zeit erlaubt. Doch der Arbeitgeber der Piloten hat andere Pläne. Die Lufthansa will die Altersgrenze für den freiwilligen Vorruhestand von 55 auf 60 anheben. Das treibt die uniformierte Elite auf die Straße. Zudem soll im Regelfall bis 65 weitergeflogen werden. Für die Pilotenvereinigung Cockpit eine unerträgliche Vorstellung. Stress pur. Wir fliegen ja auf der Langstrecke immer mindestens eine Nacht durch bei jeder Tour. Wir haben Zeitverschiebungen, sie haben permanent Jetlag, sie haben Klimaverschiebungen. Das sind körperliche Belastungen, die man nicht ignorieren darf. Und es gibt eben Kollegen, die stellen fest, dass sie, obwohl sie sich vor ein, zwei Jahren nicht haben träumen lassen, dass sie es einfach nicht mehr so gut können und dass sie sich immer erschöpft fühlen. Und dann verliert man die Lust auch an dem Beruf. Interessanterweise sieht das nicht jeder so. Im Bayerischen Alpenflugverein am Chiemsee fliegt Dieter Bading nur noch zum Spaß. Der 66-Jährige war bis zu seiner Rente mit 60 Kapitän eines Jumbojets. Dann musste er laut damaliger Lufthansa-Regelung in den Ruhestand gehen, unfreiwillig und körperlich topfit. Sie wären dann gern noch weitergeflogen? Ich wäre gern noch weitergeflogen, ja. Und gesundheitlich? Hätte das geklappt? Ich habe bis zum Alter von 65 meine medizinische Lizenz Klasse 1 aufrechterhalten können. Also offensichtlich haben die Fliegerärzte keine Einwände gehabt. Das mit dem Vorruhestand war nicht in Ordnung. Dafür war die Bezahlung eigentlich immer anstandslos. Einer Elite angemessen. Fliegen kann ja nicht jeder. Fluggesellschaften zahlen nicht dafür, dass sie nette Leute sind, die Piloten, sondern dafür, dass sie eine Qualifikation erbringen, die entsprechend honoriert wird. Eigenschaften, die erfordern sehr hohe Qualifikationen. Es gibt offensichtlich nur einen geringen Preis an Personen, die diese Qualifikationen erfüllen. Und deswegen glaube ich, dass das Gehalt angemessen ist. Von den Lufthansa-Gehältern können die Piloten anderer Airlines nur träumen. Air Berlin zahlt seinen Kapitänen in der Spitze gerade mal die Hälfte und Ryanair nur ein Drittel. Der Höhenflug der Kraniche hat früh begonnen. Schon kurz nach dem Zweiten Weltkrieg war die damals noch staatseigene Lufthansa-Flotte ein echtes Prestigeunternehmen. Entsprechend üppig wuchsen die Gehälter der schmucken Piloten und das Ansehen der mondänen Kundschaft. Am Himmel über Deutschland waren die Besserverdienenden der Gesellschaft unter sich. Ein Gefühl, das im Cockpit von heute offenbar immer noch herrscht. Gut bezahlt und frühzeitig in den Ruhestand?
Im medizinischen Zentrum in Stuttgart werden Piloten regelmäßig auf ihre Tauglichkeit geprüft. Warum manche von ihnen mit 55 aufhören, ist selbst für den Leiter ein medizinisches Rätsel. Ich erkenne also flugmedizinisch diese Notwendigkeit nicht. Denn wir haben tagtäglich hier Piloten, die älter sind, die fliegen, die sind fit, die sind auf den Flugzeugen. Manche fliegen in Teilzeit, okay, wenn ihnen die Belastung zu groß geworden ist. Aber dass man diese Grenze als ein Limit der Leistungsfähigkeit sehen könnte, das glaube ich nicht. Berufspilot Gerhard Ensinger ist bereits 65. Aus Sicht der streikenden Lufthansa-Kapitäne ein Fall für den Ruhestand. Er selbst sieht das ganz anders. Man sollte durchaus, wenn man fit ist, noch über 65 fliegen können. Physisch ist das gegenüber Piloten, die vor 30 Jahren geflogen sind, eigentlich etwas einfacher geworden. Mittlerweile genießt Dieter Bading sein Rentnerleben. Nach Ansicht der Cockpitvereinigung zu Recht. Und das, obwohl der Europäische Gerichtshof entschieden hat, dass alle Piloten bis 65 fliegen können. Es wird weltweit gemacht und deswegen glaube ich, dass es möglich ist. Solange wie jemand die gesetzlich vorgeschriebenen Kriterien erfüllt, seine Checks besteht, dass er fliegen kann. Bis nach Ostern soll an der Blockadefront der Piloten Ruhe herrschen. Möglicherweise aber nur vorübergehend. Streik ist kein Selbstzweck, wir streiken nicht gerne, das ist für uns Ultima Ratio, aber wenn es notwendig sein sollte, dann sind Streiks durchaus weiter vorstellbar. Letzte Info vom Arbeitgeber Lufthansa. Ein neues Tarifangebot mit verbesserten Konditionen für die Piloten soll es nicht geben.